17. Oktober 2020, 12.40 Uhr im Gespräch mit Dr. Bodo Schiffmann. Lieber Bodo, du hast einen Fall publik gemacht von einem verstorbenen Kind. Kannst du uns dazu bitte Näheres erläutern? Also im Prinzip ist es ja nicht ein Fall, sondern es sind insgesamt mittlerweile ja drei Fälle, die bestätigt sind. Einer ist in Landau, einer ist in Ostfriesland, einer ist in Bayern. Ich hatte zuerst Schweinfurt gesagt, das war falsch. Es ist im Feld in den Zuständigkeit von München. Dabei handelt es sich um ein 6-jähriges Mädchen, was in der Schule kollabiert ist und dann mit dem Hubschrauber noch in die Klinik verbracht wurde. Die anderen beiden? Die anderen beiden, das eine ist ein Junge, 13 Jahre, der ist in einer Realschule ins Sekretariat gekommen, hat gesagt, ihm geht es nicht so gut. Dann hat man ihm die Maske abziehen lassen, dann ist er ins Nachbarzimmer vom Sekretariat gegangen. Dort war er eine Weile in dem Raum, die Sekretärin hat nochmal nach ihm geguckt, hat auf seinem Handy gedaddelt, hat gesagt, ihm geht's wieder gut und als das nächste Mal nach ihm geschaut hat, war er tot. Und der dritte Fall, kannst du dazu was sagen? Der dritte Fall, das war der erste, der bekannt geworden ist. Das war ein Kind, ebenfalls ein Mädchen, 13 Jahre, was in einem Bus kollabiert ist und was dann auch später in der Klinik in Karlsruhe verstorben ist, nachdem man es noch bis in die Klinik gebracht hat. Ja, dazu habe ich was gelesen gehabt in einer Koblenzer Zeitung. Da hieß es dann zum Obduktionsbericht, man könne nicht mit Gewissheit sagen, woran das Kind gestorben sei. So war es der Presse zu entnehmen. Richtig. Und das alleine ist eigentlich Grund genug, weil tatsächlich, wenn ich keinen vernünftigen Grund habe, warum mein Kind gestorben ist und es steht im Raum, dass halt das Kind eine Maske getragen hat, dann sollte man im Prinzip den Umkehrschluss, man sollte in dem Fall eigentlich beweisen, dass das Kind nicht durch das Tragen einer Maske gestorben ist. Ja. Also wenn ein Kind ohne Grund gestorben ist, dann ist das eigentlich schon, finde ich, Grund genug, darüber nachzudenken. Ja. Bodo, du bist Humanmediziner, hast eine eigene Praxis, bist seit vielen Jahren praktizierender Arzt, auch Facharzt. Uns, Anni und mir, wurde ein Video gesperrt von Dr. Margareta, einer Neurologin, die sich auch zu den möglichen Folgen, auch Spätfolgen von dem Maskentragen geäußert hat. Da wurde uns das Video entfernt von YouTube und auch unser YouTube-Kanal gesperrt. Der war auch eine Woche lang gesperrt für das Posten neuer Videos mit der Begründung, wir würden auf unserem Kanal mit diesem Video medizinische Falschinformationen verbreiten. Wie schätzt du das ein? Ist der Hinweis auf mögliche Folgen, gesundheitliche Folgen durch das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz, ist so ein Hinweis, wenn der auch wie im Fall von Dr. Margareta begründet ist, ist das eine medizinische Falschinformation in deinen Augen? Wenn Menschen, die als die Besten ihres Faches bezeichnet werden, so wie diese neurologische Kollegin, auf einmal medizinische Falschinformationen verbreiten, dann muss ich mich wundern. Wenn die meisten oder wenn es viel mehr Menschen gibt, die medizinische Falschinformationen berichten, als die, die das Richtige wohl berichten, dann ist vielleicht das, was wir als falsch annehmen, in Wirklichkeit das Richtige. Das heißt, ich würde so einer hochrenommierten Kollegin, die internationalen Ruf genießt, wohl kaum die Kompetenz absprechen, das zu beurteilen. Man muss immer eins sagen, es gilt hier eine Beweislastumkehr. Wir haben hier etwas Neues, ein neues Agens. Bisher ist niemand auf die Idee gekommen, Menschen dazu zu zwingen, im Alltag Masken zu tragen. Und auf einmal macht man das und jetzt kommen Menschen fraglich zu Schaden. Dann muss ich doch immer noch gucken, wo ist der Nutzen, wo ist der Schaden. Und wir müssen ja sagen, wir leben im Moment hier wieder in einer Illusion. Also wir haben die Zahlen, wir haben jetzt die Maßnahmen hochgefahren. Ich habe heute Morgen gelesen, dass im Emsland es so ist, wenn man auf eine private, ein Kind macht privat Sport, öffentlich oder im geschlossenen Raum, und dann dürfen keine Eltern mehr anwesend sein als Zuschauer. Also ich habe meiner Tochter heute Morgen beim Reiten zugeschaut als Beispiel. Das wäre dann verboten und kann als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 25.000 Euro Strafe belegt werden. Dann frage ich mich, wo sind wir hier gelandet? Und wenn Herr Laschet gefragt wird, wenn man die Fallzahlen jetzt genauso in Relation setzen würde und man hätte im Frühjahr genauso viel getestet, wie man heute getestet hat, wo wir dann stehen würden, und er sagt, das kann man nicht beurteilen, dann muss man sagen, das ist eine Sache, die tatsächlich als Antwort schwer zu akzeptieren ist, weil man kann das natürlich sehr einfach machen. Ich habe das einfach mal kurz hier auch als Bild dabei. Und weil man kann, ich kann euch dieses, kannst du das sehen? Sonst schicke ich dir später noch für dein Video. Genau. Ja, gerne. Genau. Also auf jeden Fall haben wir mal einfach hochgerechnet, wie würde es denn aussehen, wenn wir genauso viele hätten. Und dann würde man sehen, wir haben keine zweite Welle. Und wir fahren trotzdem die Maßnahmen hoch. Also wir sind leider längst in einem totalitären Staat.
Wir sind längst in einer Situation gefangen, wo es nur darum geht, Menschen zu schaden, dass man sagt, man möchte auch Schwache im Prinzip aus dem Weg räumen. Und mittlerweile scheue ich mich immer weniger davor, zu sagen, dass wir hier bereits in einem Vierten Reich sind. Auch wenn das keinem gefallen wird, wenn ich solche Äußerungen mache. Aber es ist nichts anderes, wenn ich im Prinzip meine Macht an Schwachen auslasse und gerne eine Gendatenbank aufbauen will, dann ist das exakt das, was Eugeniker wollen. Und Eugeniker klingt nett, also Bill Gates ist bekennender Eugeniker und Eugeniker sind Rassenlehrer. Das hatten wir alles schon mal. Da die Musik der Bühne immer lauter wird, diesmal nur ein kurzes Interview. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, dir wurde ein Konto gekündigt. Möchtest du den Namen der Bank sagen? Gibt es irgendeine Begründung? Hat man dir irgendwas mitgeteilt dazu? Ja, man hat mir mitgeteilt, dass die Antwort für mich nicht befriedigend sein wird, aber sie haben das Recht, genau wie ich, ein Konto zu kündigen und sie nehmen dieses Recht in Kauf. Eine nähere Begründung werde ich nicht kriegen und das war alles. Das war die Deutsche Bank. Ich bin auch übrigens nicht der Einzige. Also Ralf Ludwig ging es genauso, Markus Heinz geht es genauso, Anselm Lenz geht es genauso. Die Kirsten König als Anwältin hat ihre Kanzleiräume gekündigt bekommen und so weiter und so fort. Also erstaunliche Häufung von unzufriedenen Banken mit ihren Kunden. Bodo, wie lange bist du noch mit dem lieben Samuel Eckert im Bus unterwegs? Wir haben nochmal eine Woche hinten dran gehängt, also wir sind die ganze nächste Woche noch unterwegs und die ersten Stationen sind jetzt Darmstadt, Fulda und Eisenach. Wir haben jetzt schon über 40 Demonstrationen gemacht und wir machen weiter. Und wie ist es mit Samuel Eckert im Bus? Cool. Mhm. Wir haben Spaß, aber auch mit Wolfgang und mit unserem Christoph, unserem Busfahrer. Also wir sind eine lustige Männer-WG und wir gehen uns noch nicht auf die Nerven. Also das macht Spaß. Ja, es ist eine sinnvolle Sache, aber sie macht auch Spaß. Männer-WG und wer kocht? Keiner. Das heißt, kochen tun unsere Freunde, die uns dann teilweise einladen. Wir machen häufiger so, dass der Abendtermin dann mit einer kleinen Gruppe von zum Beispiel Freiheitsboten stattfindet und dass man mit denen gemeinsam isst und einfach sich ein bisschen austauscht und da sind schon gute Ideen gekommen. Okay, die Demo scheint anzufangen, lieber Bodo. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit der Bustour mit Samuel Eckert. Danke, und den lieber anderen Martin. Freunden. Tschüss. Aber. Bodo Schiffmann im Gespräch.